Herr Bischof Feige, Sie sind Vorsitzender der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz und zur Förderung der Einheit der Christen engagiert. Welche Forderung verbinden Sie jetzt mit der Pilgerreise ins Heilige Land? Ich verbinde damit keine Forderung, sondern ich wünsche und hoffe, dass diese Reise etwas bewirkt. Bei uns, glaube ich, bei den Teilnehmern hat sie schon etwas bewirkt. Wir sind uns menschlich näher gekommen. Da ist eine Vertrauensbasis entstanden. Wir können über alle Themen reden, obwohl wir gar nicht so viel Zeit haben, über all diese Themen zu reden. Aber ich spüre auch, dass da geistlich sich etwas bewegt. Wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, wenn wir unsere biblischen Betrachtungen halten, dann ist es fast egal, ob jemand Katholisches oder Evangelisches das vorträgt. Wir verstehen einander. Und das ist etwas, was tatsächlich sehr positiv sich auf uns auswirkt. Und wir hoffen, dass diese Reise auch als das Zeichen wahrgenommen wird, was mit zur Vorbereitung der gemeinsamen Reformationsfeiern gedacht ist. Jetzt gibt es aber auch Momente, die schmerzlich sind, zum Beispiel beim Verständnis des Amtes oder beim Abendmahlsverständnis. Da ist auch ganz viel Schmerz spürbar. Welche Empfehlung können Sie da aussprechen? Für mich, der ich nun schon lange ökumenisch unterwegs bin, ist das selbstverständlich auch ein Thema. Ich bin mit genügend Leuten auch im Gespräch. Ich weiß um die Probleme, ich weiß um die Befindlichkeiten, um die Sehnsüchte, um die Wünsche. Die zwischenkirchlichen Beziehungen sind aber eben eine komplexe und komplizierte Wirklichkeit. Manches geht tatsächlich nicht so einfach. Und ich bin auch der Meinung, dass die Behauptung nicht so stimmt, dass an der Basis alles schon geklärt ist und einig ist und nur, wie es manchmal heißt, die Kirche oder die Amtskirche das noch verhindert. Wir sind insgesamt Kirche und die Wirklichkeit ist sehr vielfältig. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Es gibt ökumenisch aufgeschlossene und engagierte Christen. Es gibt auch andere, die sich dieser Entwicklung verweigern oder skeptisch dastehen und eher konfessionalistische Standpunkte vertreten. Und da ist es eben wichtig, dass man sich nicht auf bestimmte Dinge fixiert, sondern am Ganzen arbeitet. Uns verbindet mehr, als uns voneinander trennt. Das, meine ich, ist die Basis, auf der wir dann auch zu anderen Lösungen noch kommen sollen und kommen müssen. Davon bin ich jedenfalls überzeugt. Zu welcher Lösung möchten Sie denn hier Mut machen in Jerusalem? Nun, zunächst einmal, wir sind wegen der Vorbereitung auf 2017 hier. Das sah vor ein paar Jahren noch ganz anders aus. Da hat sich einiges entwickelt, viel sogar. Und ich wünschte, dass auch viele katholische Christen einen deutlich positiveren Zugang zu 2017 bekommen und dass evangelischerseits auch verstanden wird, dass wir bislang manche Vorbehalte gegen eine Feier des 500-jährigen Reformationsgedenkens hatten, dass wir uns auch erst damit auseinandersetzen mussten, wie sehr das uns als katholische Kirche betrifft. Und dass beide Seiten erkannt haben, es gibt positive Auswirkungen der Reformation und es gibt auch tragische Folgen der Entwicklung bis zur Kirchenspaltung. Und dass wir das gemeinsam angehen, vor Gott tragen, dass wir gewissermaßen die Erinnerung heilen und uns auch des Auftrages bewusst werden, Jesus Christus in dieser Welt gemeinsam zu bezeugen. Das klingt sehr positiv. Ökumene geht. Ist es das, was Sie gemeinsam mit der EKD hier zeigen wollen? Ja, ganz selbstverständlich. Das betrifft auch nicht nur die beiden Vorsitzenden, die sich sehr verstehen, sondern es betrifft auch weitere Kreise. Und ich muss sagen, was ich so in diesen Tagen hier erfahren habe bei den Mitgliedern der Delegation, das stimmt sehr hoffnungsvoll.